Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Watch Dogs. So, wir machen uns mal auf dem Weg zum Club Infinite 92. Wir haben jetzt die Einladung von Mr. Crispin, den wir eliminiert haben. Ah ne, die Einladung kriegen wir jetzt im Club. Genau, so ist das. Nur Gas, Jungs. Gas geben, Jungs. Oh, ganz ruhig bleiben, ganz ruhig bleiben. Ah, das war irgendwie falsch, oder? Ne, scheint hier zu sein, tatsächlich. Ah, so, aussteigen. Ach, da ist das bestimmt, ne? Ja, genau. Gut. Ich bin verkleidet. Für den Monsterball. Kontrolle behalten, so wenig wie möglich sagen. Wenn Crispin wirklich so kaputt hier ist, errege ich Aufmerksamkeit. Nur die Auktionseinladung finden und dann weg. Dann mal hier rein. Das Puppy Special. Sehr gut, Mr. Crispin. Ein besonderes Gericht extra für Sie zubereitet. Wir passen schon auf Ihre Waffen auf. Mr. Crispin, hier entlang bitte. Wo sind die zugeteilten Wachen, Sir? Wir waren zu noch mehr als nur eine Waffe. Sehr interessant. Kann ich ihn hacken? Ah, nur einmal Hex. Ein kranker Penner. Ich hab was von Kannibalismus gehört. Mit dem Ruf bekommt man nie kein Data. Die zählen nicht. Sonst kann ich keinen hacken. Doch da. Ja, mein Freund betrügt mich. Scheiße, tut mir leid. Mr. Quinn wollte sicher gehen, dass Sie sich wohlfühlen. In seinem Namen bieten wir Ihnen eine Aufmerksamkeit. Wir wünschen Ihnen viel Spaß damit. Also du bist die Aufmerksamkeit, hm? Wie heißt du? Poppy? Ich weiß, wer du bist. Was du mit Mädchen machst. Nein, es ist nicht. Ist okay. Ich gehe. Mr. Crispin, alles zu Ihrer Zufriedenheit? Noch eine Störung und Sie sind dran. Ich werde dir nicht wehtun. Komm einfach mit mir. Ich helfe dir. Nein! Die finden mich. Sie sagten, du bist ein Monster. Bist nicht Crispin. Oder? Mein Name ist Pierce. So sieht's aus. Mein Name ist Pierce. Aiden Pierce. So, jetzt geht's weiter. Kann ich noch jemanden hacken? Ich würde am liebsten hier eine Haftbombe platzieren. Oder mehrere. Der schleibigen Spastis. Ja, gib mir jetzt mal $2000.
Denk dran, das ist meine Firma. Ich baue die Leute auf. Sag mir mal ein noch jemand? Was von dem Geld abgezweigt. Hier bricht alles zusammen. Essen, das ist so 80er. Dann können wir uns ja gleich richtige Waffen kaufen, noch mehr neue Klamotten. Das wäre so eine richtige Droge haben. So, hier ist gar nichts mehr, also weg. Meine Waffe. Hoffentlich beehren sie uns bald wieder. Nee, das wird so schnell, glaube ich, nicht passieren. Oh, lala, was haben wir denn da? Tu mir einen Gefallen. Ich muss Poppy aus dem Laden rausholen. Ruf den Club an, gib dich als Crispins Assistentin aus. Sag, dass ich wünsche, dass mir Poppy bei der Auktion geliefert wird. Ja, okay. Sie wird da sein. Das regel ich. Vielleicht musste Crispin sterben, aber wenigstens retten wir das Mädchen. Das ist gut, oder? Ich weiß nicht, ob die Rechnung aufgeht, aber wir holen sie da raus. Geile Karre, definitiv. Ah, ich hab den Crispin noch umgebracht. Wie kann er den Karre immer noch haben? Beziehungsweise da vorne stehen, aber egal. Ja, alter Vater, wo muss ich denn hin? Warte mal, das ist was Interessantes zu hacken. Jawohl, $8,000. Jo, die Karre kann was. Der gesuchte Aiden Pierce hat wieder zugeschlagen. Seit Monaten bereits terrorisiert er die Bürger im Namen seiner Selbstjustiz und das Volk hat genug. Manche bezeichnen Pierce sogar als einen Terroristen. Ah ja, bla bla bla. Oh, ist die Karre geil einfach nur. Also Leute, was macht der denn hier? So jetzt. Beteiligung vom Speed geht die mehr klar, als den Wagen nicht feuert zur Flucht. Schnurrt wie ein Kätzchen, das ist ja geil. Die Auktion ist ja auf dem Soafengelände, oder was? Alles klar. Hier lang, dann hier lang. Vince Auktion. IREC ist irgendwo da drin. Die Security ist streng und die Geschichte von dem Autohändler wird sicher bald berichtet werden. IREC finden, seine so, Marke scannen und nichts wie raus. Fortschritt. Nein, das wollte ich jetzt nicht. Fähigkeitsbaum. Gleich genug. Boah, ich habe 14 Punkte. Krasser Scheiß. Okay, lass mal hier irgendwas auswählen. Hacken zum Beispiel. Zusatzakku noch nicht. Das haben wir alles. Gegner Kommunikation stören, finde ich immer gut. Oh ja, Verstärkungsrufe deaktivieren, auf jeden Fall.
Dampfleitungen. Helikopterabschaltung. Das nehmen wir auch mal mit. Sie können Helis für 30 Sekunden abschalten. Das nehmen wir auch mal. So, können wir noch hier irgendwas Geiles skillen, sag mal? Nee, das war's, glaube ich. Na, bis jetzt reicht's auch. Irgendwas sagt mir, dass es nicht so einfach wird. Ja, das Gefühl kenne ich ja hin. Sorry, Mr. Crispin. Wir brauchen Ihre Waffe. Ich will nicht unhöflich sein. Kein Kratzer. Mr. Quinn sagte, Sie würden gern die Ware begutachten. Ich weiß gern, für was ich bezahle. Ich bat darum, meine Ware hier jemanden hacken? Wo finde ich Poppy? Mr. Quinn weiß von Ihrem Wunsch. Keine Sorge. Sie ist hier. Ich mache Sie mit Mr. Quinns Regeln vertraut. Alle Zahlungen müssen über ein sicheres Konto oder Cash erfolgen. Wenn Sie eins der Mädchen testen möchten, bevor die Auktion beginnt, kostet das eine kleine Gebühr. Das gilt nicht für die Premium Girls. Das würde ihren Wert verringern, wenn Sie verstehen. Ja, ich verstehe. Pass auf, dass alles ruhig bleibt. Ich kann leider nicht verhindern, dass die anderen Kollegen euch ruhig stellen. Unsere Kunden sind ruhig. Ja, ja. Alles Klärchen. Bin schon. Aber kein... Warte mal. So. Rumänische Einwanderin Alina. Beruf Entführungsopfer. Ich würde ja sagen, die wurde gefangen genommen und hier jetzt als Prostituierte abgestempelt. Ich kann hier keinen hacken, ne? So eine Scheiße. Bis jetzt zumindest nicht. Dieses Jahr überlasse ich Irek und seinen Viceroys die Verantwortung für die Auktion. Quinn hat von einem Installativ gesprochen. Sie leisten gute Arbeit beim Drogenhandel in den Wards. Geld habe. Bring mich ich da rein. Ich habe Irek versprochen, dass ich ihn belohne, wenn er sich als verlässlich erweist. Und das hat er. Wenn alles gut geht, muss ich in Zukunft keinen von meinen Leuten mehr dafür abstellen. Je weiter ich mich von all dem distanziere, desto besser. Nächstes Jahr kann ich mich vielleicht ganz raushalten. Die Auktionen haben mir ohnehin nie gefallen. Männer und ihre Libido. Solche Schwächen habe ich mir nie erlaubt. Okay, weiter geht's. Das ist Mr. Crisp. Ja, hier werden richtig Frauen verkauft, Alter. Die schicken nicht die ganze Ware auf einmal auf die Bühne. Die miesen Schweine. Die werden nur privat vorgeführt. Wir sind alle mit einer Nummer versehen. Ist effizienter so. Manche Gäste schauen lieber auf die Monitore. Sie wollen lieber die Bühne sehen, hieß es. Wie hätte ich mich denn sonst davon überzeugen sollen, dass eure Ware gut ist? Macht Platz! Mr. Quinn wartet. Alter, wie die hier schreien. Das ist der Wahnsinn. So viele gute Talente sind heute dabei, Alter. Junge, Junge, Junge. Man
manche Gäste laufen rum. Der Boss hat sich gemeldet. Also Leute, ich würde mal sagen, ich mache jetzt hier einen Folgenbreak. Ich bedanke mich vielmals fürs Zuschauen. Haut rein und tschüss.